So, die nächsten 30 Minuten haben wir das Thema Fünf-Personen-Zelte, wo wir natürlich total verschiedene Grundrisse hier stehen haben. Das heißt einmal von der Größe, von den Materialien, von der Gestängearten. Wir haben Baum- und Mischgewebezelte dabei, wo wir wissen, wo immer wir sehr viele Fragen bekommen. Also es wird eigentlich recht spannend. Hier stehen wir jetzt aktuell vor unserem Greenwood 5. Es ist ein Zelt mit Preispunkt ungefähr 580 Euro, aber eigentlich genau der gleiche Grundriss gibt es auch mit unserem beliebten Avondale 5. Es ist ein Zelt, was wir mehrere Jahre im Sortiment haben. Und das Avondale 5 PA hat mehr oder weniger der gleiche Grundriss. Das heißt, wir haben hingegen dem Zelt, was wir oben stehen gehabt haben, das Oakwood, ein Element mehr. Und somit haben wir eine sehr große Innenzeltfläche, die rund um die vielleicht 15 Quadratmeter hat. Und wenn man das Ganze auch mal ansieht, also so ein großes Zelt, ich glaube, das wäre jetzt machbar für unsere Familien, zwei Erwachsene, zwei Kinder, passt als Gestängezelt in so eine Packtasche. Da komme ich, glaube ich, gut verstaut. Klar brauche ich noch Möbel, Kocher. Und jedes Jahr wird es ein bisschen mehr und mehr. Ja, wissen absolut. Wir. Aber generell haben wir hier gute Möglichkeiten. Und hier haben wir natürlich dann eine geteilte Schlafkabine. Die eine ist 1,20, die rechte ist dann 1,60 bis 1,80. Bei der Luftvariante ist es ein bisschen breiter. Aber generell ein sehr, sehr gängiger Grundriss, weil wir halt hinter dieser geraden Front oder beziehungsweise vor der geraden Front nochmal ein schönes Vordach haben, um eventuell Schuhe draußen zu lassen, bei bisschen Nieselwetter vielleicht auch mal zu kochen und solche Dinge. Also da wissen wir, dass das immer sehr, sehr gut ankommt. Ja, absolut. Ein paar Fakten zu der Kollektion für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, was wir natürlich hoffen, das ist unsere Select-Kollektion. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem Gewebe ummantelten Fiberglas, was einfach bruchstabiler ist als klassisches Fiberglasgestänge. Das ist zusätzlich ummantelt, somit hat man den Vorteil, sollte es einfach brechen, stoppt der Bruch und ich kann es einfacher reparieren. Wir haben eine Wassersäule von 4000 mm und natürlich getebte Nähte. Somit, wenn man gerade beim Regen- und Windtest eingeschaltet hat, ich bin zwar ein bisschen nass, das ist aber noch von draußen, im Zelt wäre das natürlich nicht passiert. Du hast gerade schon die Fläche angesprochen, deswegen gehe ich darauf gar nicht so sehr ein, sondern möchte dann einfach nochmal sagen, in der Fronttür ist ein Moskitonetz verbaut. Mhm. Auch in der Seitentür, die man hoffentlich sehen kann, ist hier nochmal ein komplettes Moskitonetz. Das heißt, ich kann hier nicht durchgreifen. Auch da wieder Thema Belüftung, ganz, ganz wichtig für uns auf der Rückseite. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, geht es einfach darum, auch da ein großer Lüfter. Eine tolle Geschichte ist unsere Kabine hier, die ist 2,15 Meter lang, also bis zu 5 Personen geeignet, na klar. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, es ist vielen gar nicht klar, ist es eine große Kabine, sind es zwei einzelne? Bei uns ist es immer eine große Kabine, die ich an diversen Stellen, und das sieht man bei uns in den Zeichnungen, durch gestrichelte Linien abteilen kann. Das bedeutet, ich könnte die Kabine hier abteilen, dann ist das ein Schlafbereich und das hier ein Schlafbereich. Für die, die es noch nicht kennen, quick and quiet. Ja, jeder kennt es, Reißverschlussgeräusch, nachts, man will raus, Kinder schlafen vielleicht. Was kann ich tun dagegen? Ja, wir haben uns, nicht wir selbst, sondern die Kollegen, sehr viele Gedanken gemacht. Zwei Magnetstreifen sind hier eingearbeitet, somit kann ich also einfach sehr geräuschlos in meine Kabine gehen. Ja, das heißt, hoffentlich kann der Rest einfach weiter schlafen. Man hat schon gesehen, ich halte die Kabine jetzt einmal offen. Was ein ganz großes Thema für uns ist, sind abgedunkelte Innenkabinen. Das heißt, die Kabinen sind im Innenbereich schwarz, sodass ich auch hoffentlich einen langen Schlaf haben kann. Ganz wichtiges Thema. Und man sieht auch in der oberen Vorderfront wieder hier Moskitonetze, die ich einfach öffnen kann. Super Zelt, ich glaube, für vier Personen perfekt, muss man ganz klar sagen, viel Platz ausreichend, um dann einen ordentlichen Campingurlaub zu verbringen. Karl, du bist schon bei der nächsten Variante. Wir gehen mal weiter zu dem nächsten Zelt. Das ist unser Lindale, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Das Lindale 5 PA. Wir haben oben gerade begonnen mit den kompakten Zelten, die wo schon dabei waren. Das war unser zweites Zelt, was wir vorgestellt haben. Da hat es den Namen Oakwood. Hier haben wir einen anderen Namen, das Lindale 5 PA. Weil das Lindale ist eine aufblasbare Variante, wie gerade vorhin gezeigt, über drei Luftschläuche, die einzeln aufgeblasen werden. Und hingegen dem Modell, was oben steht, wo die Schlafkabine sozusagen, wo man quer schläft, haben wir hier, genauso wie gerade eben bei dem Zelt, wo die Schlafkabine in der Länge ist. Auch hier wiederum ist diese Quick and Quiet Tür. Aber wer sagt, okay, funktioniert das überhaupt? Natürlich haben wir weiterhin diese Möglichkeit, das Ganze über Reißverschlüsse genauso zu öffnen und zu schließen. Und auch Thema Belüftung, auch in der Schlafkabine. Wir haben hier dann dahinter auch immer noch mal ein Moskitonetz, dass die obere Hälfte dementsprechend auch geöffnet werden kann.
Also wie gesagt, zuerst hatten wir die Dreier-Variante, hier mal die Fünfer-Variante. Beide gibt es sowohl als Drei- und Fünf-Personen-Zelt. Hier wiederum auch wieder eine gerade Front mit einem kleinen Vordach. Und dann haben wir natürlich auch weitere Varianten hier dann dabei. Der Robert, ich sehe schon, hallo, er steht schon bei der nächsten Variante. Wir gehen jetzt einfach kurz durch unser Fernsehstudio, wo wir aufgebaut haben, wo ein bisschen die Scheinwerfer stehen, zu unserer nächsten Variante und sind dann drüben bei den Fünf-Personen-Zelten. Genau. Wer oben schon zugeschaut hat, wir haben oben am Nevada 4P sehr viel gezeigt. Hier ist der große Bruder oder die große Schwester. Einfach nur nochmal, um sehr deutlich zu sagen, auch hier wieder die Premium-Kollektion mit unserem dickeren Polyestermaterial, 150 Denier stark, mit der 6000 mm Wassersäule und die längere Schlafkabine von 2,30 Meter Länge. Ein Zelt, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag, es gibt das Nevada schon ganz lang. Ich habe es gesagt, Nevada MP liegt bei mir ganz, ganz viele Tage schon im Keller, häufig benutzt. Nutzt, weil es für unseren Zweck super zu nehmen ist. Egal ob zwei, drei oder vier Personen, dann mit der Möglichkeit, das Zelt auch noch mal zu verlängern. Wirklich eine Variante, die sich über die letzten Jahre absolut bewährt hat und sicherlich eines der Zelte, die wir unfassbar häufig auf den Campingplätzen sehen. Von daher noch mal dran denken, es gibt zwei Größen, das Nevada 4P und 5P aus unserer Premium-Kollektion. Bei unserem nächsten Zelt haben wir auch so ein paar Tipps und Tricks für euch. Da will der Karl gleich drüber sprechen. Von daher würde ich sagen, wir gehen direkt einmal weiter zu unserem Oakdale, weil hier haben wir ein ganz, ganz neues Zelt aus der 2021er Kollektion. Und Karl, du hast hier ein bisschen was für uns vorbereitet. Genau, ich habe eben mitbekommen, auch der Christopher und die Anne haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Luftzelte stehen ja jetzt und weiter kommen nochmal drei weitere Luftzelte. Und dass wir einfach das auch noch mal ein bisschen besser zeigen und erklären können, nicht nur mit Worte, was das bedeutet. Das heißt, dieser Luftschlauch an für sich ist ja im Prinzip ein luftführender Schlauch. Darum ist eine Hülle. Und diese Hülle kann ich natürlich auch öffnen mit Reißverschlüsse. Habe ich sozusagen der Vorderfront, habe ich einmal das Außenmaterial, dann kommt die Hülle und darin der luftführende Schlauch. Sollte hier irgendwo Gefahr bestehen, dass irgendwas undicht ist, wäre klassisch natürlich zuerst mal zu beginnen, ist das Ventil überhaupt in Ordnung? Hat sich da vielleicht irgendein Haar, ist da dementsprechend irgendwie ein bisschen Sand drin, dass ich mal das Ventil einfach mal ein bisschen prüfe, ob da was dazwischen gekommen ist. Sollte mit Zip da irgendwo sein, kann ich es dementsprechend säubern. Aber auch diese Ventile lassen sich austauschen, wie gerade eben auch der Christopher erklärt hat. Also wie gesagt, ich habe das alles mal da. Da gibt es ein Werkzeug zum einen, es gibt den Flick. Das heißt, beim Zelt selber, im Heringpacksack, findet man dann so ein Teil, wo man gar nicht weiß, für was ist denn das notwendig. Mit dem kann ich sozusagen das Ventil rausnehmen. Das Gegenstück bleibt im Schlauch drin und dann kann ich dementsprechend ein neues aufsetzen. Wie gesagt, eine Technologie, die beim Stand-Up-Paddle Standard ist. Und dann kann ich sozusagen, sollte eine Dichtung über Jahre irgendwann mal Probleme machen, kann ich die weiterhin austauschen. Dann eben umso wichtiger, sollte dann eben das Ventil nichts haben, sondern tatsächlich der Schlauch ein Problem haben, dann würde ich sagen, ich lasse die Luft raus, öffne dementsprechend die Reißverschlüsse vom Außenzelt und dann dementsprechend das von dieser Cover. Und dann komme ich sozusagen an den Luftführenschlauch, ähnlich wie der Fahrradschlauch und der Mantel. Und dieser luftführende Kanal kann ich dann sozusagen, wenn er draußen ist, pumpe ich nochmal auf. Kann meistens mit der Hand schon ein bisschen drüber gehen, spüre, wo ist ein Luftaustritt. Und dafür, natürlich klassisch, viele Jahre hat man gesagt, nehme ein Panzerband, klebe es ab. Aber das Panzerband hat einfach den Nachteil, dass ich es dann eben nicht reparieren kann. Jetzt reiße ich das einfach mal auf und dafür gibt es sozusagen solche Sticker. Die sind auch transparent, sind eigentlich mehrere dabei. Und diese Sticker schneide ich dann dementsprechend einfach rund. Ziehe sie ab, setze sie ganz normal dementsprechend auf den transparenten Schlauch auf und kann danach sofort wieder aufpumpen, kontrollieren, ob alles richtig sitzt und setze es wieder ins Zelt rein. Im Urlaub setze ich fort. Sollte jemand dieser Sticker sagen, okay, brauche ich nicht, nichtsdestotrotz bieten wir auf unserer Webseite, unsere Händler haben die fast immer vorrätig, gibt es einen komplett Schlauchersatz. Da ist genau das wieder mit dabei, was ich gerade alles erklärt habe, sowohl das Ventil, der Schlüssel, die Flicken, aber auch der gesamte Schlauch. Auf der Webseite sieht man, welche Schläuche passen für was. Und wenn wir nachher im Schlauch drin sehen, ist ein kleiner Abnäher drin. Der ist rot, gelb,
grün, ja, orange und so weiter. Farblich markiert. Hier haben wir jetzt das Rote und dann setze ich sozusagen, nehme ich den raus und gegenüberliegend, wo das Ventil ist, setze ich das wieder ein und kann den kompletten Schlauch austauschen. Also heute sagt gar kein großes Problem war. Wie gesagt, vor, als wir begonnen haben, musste man hier immer der komplette Schlauch alles tauschen. Inzwischen sage ich, es ist relativ einfach und einfach zu lösen. Ähnlich wie ich ein Fiberglasgestänge reparieren und vielleicht ersetzen muss, geht es hier genauso. Also relativ simpel und einfach gemacht. Insofern haben wir da immer eine schöne Lösung. Absolut. Ich glaube, dass es einfach da wichtig ist, weil das Thema Luft, und jetzt sprechen wir mal über unser schönes Zelt, was wir hinter uns haben, aber das Thema Luft ist für viele einfach vielleicht noch neu und da können wir und wollen wir die Angst auch nehmen. Sollte etwas sein, wie es der Karl gesagt hat, gibt es nicht nur Ersatzflicken, sondern auch direkt den Ersatzschlauch, wenn man es braucht. Also nichts anderes, wie wenn mir ein Gestänge bricht. Wir stehen hier vor unserem Oakdale 5PA. Nebenbei, aber wir möchten es einfach erwähnen und das auch ganz groß. Uns ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir dann Zelte machen, die A, genutzt werden und die dann sicherlich auch für den Campingbedarf perfekt geeignet sind. Hier haben wir einen Award gewonnen, Best Small Family Tent. Small schauen wir gleich mal, aber generell zeigt das natürlich auch, dass da unsere Kollegen in der Produktentwicklung einen super Job machen. Wir auf dem richtigen Weg sind, hoffentlich für euch, dass das Camping dann am Ende des Tages auch wahnsinnig viel Spaß macht. Wir stehen bewusst sehr, sehr hier außen und zwar, weil man hier sieht, wir haben im letzten Jahr in 2020 und wir schauen das natürlich gleich von innen deutlicher an, angefangen Modelle mit unserer Wing Lounge zu machen. Das heißt einfach einen zusätzlichen Raum im Innenbereich, den ich super flexibel nutzen kann. Da werden wir gleich noch diverse Möglichkeiten sehen, was da alles passieren kann, aber allgemein von außen mal zu sehen, wie toll das ist. Ich würde sagen, wir gehen einmal in die Front und schauen einfach mal ins Zelt rein und können uns da mal gemeinsam so ein paar Sachen anschauen. Eine kurze Sache, bevor wir ganz reingehen, und das sieht man auch außen, auch da wieder zum Thema Wind, Sturm. Wir wollen den Urlaub so sicher wie möglich machen. Nicht nur die klassischen Abspannleinen, die wir verwenden, sind dran, sondern auch immer Sturmbänder, sowohl in der Front als auch auf der Rückseite des Zeltes. Hier natürlich ganz klar, wir wollen auf Nummer sicher gehen, dass da am Campingplatz für euch auch alles gut läuft. Und nochmal, im Falle des Regens ist Camping immer da, wo ihr euch wohlfühlen sollt. Sonne kann jeder und das ist sicherlich einfach. Hier haben wir wieder eine Dreiraumvariante, das heißt, wir haben unseren Nassbereich in der Front. Den haben wir jetzt hier mal verschieden dekoriert, einfach mit verschiedensten Möbeln. Auch hier wieder großer Raum, Eingangsbereich, wo ich dann nasse Schuhe, Jacke etc. Einfach ausziehen kann. Und dann kommen wir sozusagen in unseren Wohnbereich. Hier wieder unsere Quick and Quiet Tür, große Moskitonetze, dass ich hier für Luft sorgen kann. Und dann schauen wir mal, aber ich sehe, du hast es schon gemütlich gemacht. Hier sieht man mal die Wing Lounge in Funktion und ja, hier Karl, vielleicht magst du uns ein bisschen was zu den verschiedenen Optionen einfach der Wing Lounge auch sagen. Okay, ich dachte, ich mache jetzt gerade Kaffeepause. Machst du Pause? Soll ich übernehmen? Nee, aber generell wollen wir einfach auch mit der Wing Lounge, die natürlich nicht die gleiche Höhe hat wie das Rest des Zeltes, aber ich glaube, wir werden gleich, glaube ich, noch drei oder vier weitere Modelle sehen. Aber diese Wing Lounge bietet einfach auch beim relativ kompakten Zelt doch nochmal zusätzlichen Raum, den ich unterschiedlich nutzen kann. Ganz viele Camper haben Hunde, die vielleicht dann auch nochmal zusätzlich Platz brauchen, könnte Hunderkorb oder eine Decke hinlegen. Aber wir haben jetzt einfach mal hier den Sitzplatz gewählt, weil wir natürlich eine tolle Panoramafront haben. Das heißt, gerade wenn ich überlege, wenn ich an Pfingsten in Urlaub gehe, dann habe ich zwar tagsüber wirklich oft tolle Temperaturen, ein schönes Wetter, aber gerade in der Morgenstunde und aber auch abends sind dann doch wieder Zeiten, wo es dann einfach sehr windig, kühl wird und dann ziehen wir uns doch teilweise im Zelt zurück oder frühstücken auf dem Zelt. Und dann ist das natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, dass ich einfach einen perfekten Blick habe, bekomme ein bisschen mit, was da draußen los ist. Als die Kinder klein waren, geguckt, sind die Nachbarskinder auch schon draußen unterwegs und dementsprechend, dass sie raus können, aber haben da natürlich gute Möglichkeiten, dass wir einfach diesen Raum ein Stück weit vergrößern und durch diesen separaten Luftschlauch haben wir da eine gute Möglichkeit. Ja. Ja, absolut. Ich würde einmal hier an der Stelle übernehmen. Ich stehe jetzt wieder vor der Schlafkabine. Auch hier wieder eine große Schlafkabine, die in dem Fall in der Mitte, nicht ganz in der Mitte, Entschuldigung, auf der linken Seite ein bisschen schmaler, zwei Personen, rechts drei. Auch hier wieder mit unserer Quick and Quiet Öffnung, dass ich leise und schnell in das Zelt komme. Eine Kleinigkeit zwar, aber für uns wahnsinnig wichtig, ist unser Hooktrack-System. Das heißt, wo befestige ich Lampen, wo hänge ich vielleicht mal ein T-Shirt auf oder eine Gardine. Wir sehen das später nochmal, aber ich möchte hier einmal drauf eingehen, im Lieferumfang. Und da kam ein paar Mal die Frage, oh, wir haben hier so kleine Haken dabei, wo genau mache ich die denn hin? Die sind fürs Zelt.
Und zwar dafür, wir haben auf der Innenseite, jeweils hier in dem Zelt, haben wir einen Luftschlauch. Und hier ist eine kleine Plastikschiene oder ein kleines Kederprofil, wer das vielleicht kennt, befestigt. Und da habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, mit diesen diversen Haken, die dabei sind, das Ganze einfach zu befestigen. Somit kann ich einfach entscheiden, möchte ich hier vielleicht ein T-Shirt oder ein Handtuch aufhängen, was vielleicht einfach trocknen muss. Oder möchte ich irgendwo an einem bestimmten Punkt im Zelt meine Lampe befestigen. Es ist super flexibel mit diesen Haken. 10 Stück sind dabei. Es gibt dann noch diverse Optionen, was ich machen kann. Haken einzeln kaufen oder dann gibt es auch Bänder, die werden wir später noch zeigen, um dann nochmal sehr, sehr flexibel Lösungen zu finden, einfach für Kleinigkeiten. Das sieht man auch einmal hier unten, was wir hier haben, auch hier in den Seiten, weil viele Outwell-Zuschauer kennen vielleicht die Organizer-Pockets noch aus den Kabinen in der Mitte, fanden das immer super schön. Jetzt durch die Quick-and-Quiet-Türen sind die da natürlich verschwunden, aber nicht weg. Die haben sich jetzt einfach nur nach links und rechts unten verlagert, sodass auch da die Möglichkeit für ein Handy, für einen Geldbeutel, für eine Zeitschrift, diese Möglichkeiten sind wirklich da, um das weiter zu verstauen. Auf der Rückseite des Zeltes hatten wir besprochen, wollen wir uns hier auch nochmal unsere neue Lüftung anschauen. Das heißt, wir gehen gerade einmal wieder aus dem Zelt raus, aber du willst noch einmal was reinwerfen. Genau, ich kann noch was Kurzes dazu. Wir stehen, wie gesagt, bei dem Oakdale 5 PA aktuell, ein 5-Personen-Zelt, Preispunkt ungefähr bei 1100 Euro. Für alle, die sagen, Mensch, also so ein Grundriss mit einem Winglorsch finde ich total klasse, aber 5 Personen mit einer 1,40er und 1,80er Schlafkabine könnte ein bisschen knapp werden für uns. Es könnte ein bisschen mehr Innenraum sein. Diese Variante, gerade wo wir uns jetzt befinden, bei der Prime Air Kollektion, gibt es ein Hardtail 6 PA und ein Pinedale 6 PA. Das Hardtail 6 PA hat sozusagen in der Front keine Tür, also falsch gesagt, im Vorbau keine Tür, natürlich hat es eine Tür, aber im Vorbau ist dann offen. Und beim Pinedale 6 PA ist mehr oder weniger dieses Zelt, jedoch mit zweimal große Schlafkabinen, 1,80 und ein Element länger. Dann haben wir, glaube ich, wir sagen immer, es ist unser großen Innenraum, den wir haben. 4 Meter. Und das Pinedale 6 PA haben wir zwei vor kurzem mal ein Video gemacht. Auch das findet ihr bei YouTube, also da unter Outwell Tents. Unser YouTube-Kanal findet ihr natürlich auch noch weitere Kanäle. Aber wie gesagt, der, wo Winglers total klasse findet, da gibt es auch weitere Modelle. Wir haben noch andere stehen, aber wie gesagt, diese zwei stehen nicht. Drum nochmal für die, wo es spannend finden. Ja. Wir gehen einmal und schauen uns den Lüfter an. Jetzt müssen wir einmal uns so ein bisschen hier durchwühlen. Das ist aber nicht schlimm. Wir gehen am Zelt vorbei. Hier kann man jetzt auch nochmal das Seitenprofil sehen. Abspannlein etc. ist natürlich dran. Hier ist nochmal die Moskitonetz-Tür in der Seite, die wir haben. Und einmal schauen wir hier uns den Lüfter an, den wir ausgestellt haben. Rückseite des Zeltes, fragen sich vielleicht viele, warum schauen wir uns das an, warum ist das so spannend, aber ganz, ganz wichtige Neuerung in 2021. Hier nochmal die Sturmabspannleinen zu sehen, die natürlich für Stabilität sorgen. Dann ist es ganz klassisch, dass wir auf der Rückseite einen breiten Lüfter über die gesamte Fläche haben. In der Vergangenheit war es möglich, hier einen Steg zu verwenden und dann abzuspannen. Somit kam die Zugluft hier in das Zelt. Gerade wir oder gerade viele unserer Endkunden und Händler sagen, was ist unsere Urlaubstür? Wir versuchen dahin zu fahren, wo es warm ist. Somit brauchen wir also Belüftungsmöglichkeiten. Und somit hat man dann jetzt für 2021 einfach die Möglichkeit, hier an der Stelle das Material einzurollen. Das natürlich über die gesamte Breite. Ich mache das jetzt mal an zwei Punkten. Und dann sieht man schon, darunter ist natürlich ein Moskitonetz, sodass hier auch keine Fliegen, Insekten, Moskitos reinkommen. Und somit habe ich wirklich ein sehr, sehr breites Fenster sozusagen, wo ich nochmal richtig für Zugluft sorgen kann. Und dann nochmal mit der Kombination, dass in der Front, in der Seite überall Moskitonetze sind, haben wir hier wirklich dafür gesorgt, dass wir einen sehr, sehr guten Luftstrom haben. Und das ist natürlich gerade bei warmen Temperaturen extrem wichtig, sodass ich dann ordentlich durchlüften kann. Temperaturen ist ein gutes Stichwort, weil neben mir steht das Mountain Lake, ein auch ganz neues Zelt und ein ganz häufig nachgefragtes oder gewünschtes Zelt, kann man sogar sagen. Und da gehen wir auf das Thema Temperaturen nochmal genauer ein. Von daher würde ich sagen, Karl, wir schauen uns mal das Mountain Lake an. Das ist das erste Zelt, was wir jetzt haben aus unserer Baumwollmischgewebskollektion. Mhm. Und ja, wir gehen einmal zum Karl. Ich glaube, wir gehen einfach einmal in die Front, da sehen wir ein bisschen mehr über das ganze Zelt.
Baum- und Mischgewebe bedeutet, wir nennen es TC. TC steht für Technical Cotton. Das heißt, wir haben ein Drittel Baumwollanteil und zwei Drittel Polyester. Und beide Materialien haben diverse Vorteile, aber vielleicht auch gewisse Schwächen. Das heißt, natürlich sind beide Materialien, Polyester steht dafür, dass es leicht ist, dass es reißfest ist. Es ist im Prinzip auch, kann man sagen, günstiger wie Baumwolle. Es trocknet sehr schnell, es hat kleine Packmaße. Aber Nachteil, es muss beschichtet werden, sodass es dicht ist. Und bei der Baumwolle habe ich die Eigenschaft, dass es nur die imprägniert kann. Es ist ein offenporiges Material und durch die Offenporigkeit, dass es nicht beschichtet ist, kann es atmen. Also Feuchtigkeit dringt ins Gewebe ein. Möchte ich gerade einmal ganz kurz Magst zeigen. Ja, ich war gerade schon draußen, da war es schon nass genug. Aber generell ist eigentlich, dass das Wasser, was im Prinzip drauf fließt, letztendlich, man kann sehen, es perlt ab, aber wenn es natürlich großflächig dann stärker regnet, zieht es mit der Zeit ins Gewebe ein und das Material an sich quillt auf und durch das Aufquillen macht es natürlich auch dicht. Natürlich sind die imprägniert. Wie gesagt, sie sind nicht beschichtet von innen, wie die Polyesterzelle. Aber durch diese Imprägnierung wird es dann dicht. Aber gleichzeitig habe ich halt ein offenporiges Material und ich habe dadurch ein deutlich besseres Klima. Weil das, was wir nicht mögen, ist eine sehr schwüle Hitze und eine sehr nasse Kälte. Und in beiden Varianten haben wir die Vorteile. Wir haben gelernt von unseren skandinavischen und englischen Kollegen. In England, in Skandinavien werden TC-Zelte sehr gerne am Anfang der Saison genutzt, wenn es sehr kalt ist. Und wir selber sind eigentlich eher gewohnt. Robert hat sich schon schön Platz gemacht. Aber bei uns ist eher in den Sommermonaten, wenn es sehr, sehr warm ist und sehr, sehr schwült, dann ist natürlich ein Baum- und Mischgewebezelt ein deutlich angenehmeres Klima, weil einfach die Luftfeuchtigkeit kann ins Gewebe einziehen und trocknet nach und nach aus. Die Frage, die wir eigentlich dann immer gestellt bekommen auf der Messe, ich war früher mal auf dem Zeltlager, hat man meinen Rucksack an das Baumwollzelt angelehnt. Was passiert dann, wenn es feucht wurde? Es hat durchgetropft und so weiter. Aber genau aus dem Grund verwenden wir eben dieses Mischgewebe mit ein Drittel Baumwolle, zwei Drittel Polyester, dass eben dieses Durchweichen nicht passiert. So der Kapillareffekt, dass also Feuchtigkeit nach innen transportiert wird, das findet also nicht statt. Also da muss man keine Bedenken haben. Und wie gerade schon erwähnt, also hier werden wir nicht über Begriffe wie Wassersäule mit 4000, 6000 Millimeter sprechen, sondern die Zelte quellen auf, sind imprägniert, machen dadurch dicht. Und gerade habe ich vorhin erwähnt, dass auch in England, Skandinavien, also in Ländern, wo vielleicht nicht so verwöhnt sind wie wir hoffentlich, mit dem Wetter. Da kommen die genauso zum Einsatz, sind also genauso dicht. Jetzt kommen wir rein. Der Robert sitzt schon. Wir wärmen uns ein bisschen auf am Feuer. Genau. Hier sieht man jetzt nochmal, und das können wir ja mal ein bisschen bequem gestalten, wie dann Camping aussehen kann. Heißt, wir haben hier in unserer Wing Lounge, die wir eben schon gezeigt haben, haben unsere Kollegen einfach mal uns ein kleines Feuerchen gemacht. Das heißt, gerade wenn es dann jetzt auf die Europameisterschaft, wenn sie stattfinden kann, zugeht und der eine Teil sagt, ich mag nicht mit auf den Campingplatz fahren, ich will die Fußball-EM anschauen. Auch dafür haben wir eine Lösung gefunden. Das heißt, auch dafür kann die Wing Lounge genutzt werden. Wichtig zu sagen ist nochmal, in der Imperial Air Kollektion, hier haben wir ja wieder ein sogenanntes Dreiraumzelt. Das heißt, wir sitzen vor der Schlafkabine, Wohnbereich und in der Front. Da ist der Boden dabei. Das heißt, der ist im Lieferumfang enthalten, kann dann einfach reingelegt werden, je nachdem, wie auch ihr das Zelt wirklich nutzen wollt. Neu in 2021, und das ist ganz wichtig, ist natürlich das gesamte Zelt. Und da kann man wirklich ganz klar sagen, es wurde uns wahnsinnig häufig im letzten Jahr zurückgespielt. Baumwollmischgewebe wird immer mehr im Markt. Muss man ganz klar sagen. Die Händler greifen das Thema wahnsinnig gut auf, einfach weil wir viele Zeltausstellungen draußen haben. Und gerade da wird dieser Effekt sehr, sehr deutlich. Und dann muss man einfach ganz klar sagen, die Wing Lounge ist sehr gut angekommen. Und somit war natürlich die Vermutung, warum nicht Baumwollmischgewebe mit Wing Lounge? Und da haben unsere Kollegen wahnsinnig gut zugehört. Hier ist dann jetzt das passende Zelt dazu. Allgemein muss man aber sagen, und ich gehe mal kurz vorbei, sieht man hier in der Schlafkabine, die ist in 2021 auch in dem Segment Baumwollmischgewebe, also Imperial Air, das sind unsere Baumwollmischgewebszelte, die waren immer 2,15 Meter lang, jetzt ab 2021 auch 2,30 Meter. Das heißt auch hier wieder, und man sieht es, wie schön es dekoriert ist, mit dem Feldbett nochmal, ich habe dann einfach wirklich viel, viel mehr Platz in der Schlafkabine, um
ja, hier wirklich wie in meinem Schlafzimmer mich zu entkleiden. Ja, Bücher etc., eine kleine Nachttischlampe, das kann ich hier alles abstellen. Sehr wichtig, und wir haben eben den Lüfter auf der Rückseite des Zeltes gezeigt. Jetzt sagt man, es ist vielleicht nicht ganz so schön und ich liege jetzt mal lange in meiner Schlafkabine und lese ein Buch. Jetzt hätte ich gerne Licht. Wie kriege ich das in die dunkle Schlafkabine? Auch da haben natürlich unsere Kollegen dran gedacht. Das heißt, man sieht hier so ein kleines Fenster. Auf der Rückseite ist es natürlich dunkel, weil der Lüfter zu ist. Hier kann ich jetzt aber ganz einfach mit diesem kleinen Knebel das Material lösen und könnte das einfach verschließen oder natürlich öffnen. Somit kann ich immer ganz flexibel, je nach Witterung, je nachdem, was draußen los ist oder je nach Bedarf, so wie ihr es braucht, könnt ihr reagieren und entweder Luft reinlassen oder nicht oder dann einfach auch für Licht sorgen. Ja. Kleines weiteres Feature, wenn ich zurückdenke, die letzte, würde ich sagen, 8 bis 10 Jahre, wo ich im Campingplatz war, habe ich immer eine Parzelle eigentlich komplett gemietet. Da war immer Strom dabei, das Auto hat drauf Platz gehabt. Ich war eigentlich auf der gleichen Fläche, wo Wohnwagen und Reisemobile sind. Das heißt, natürlich sorgen wir auch dafür, dass wenn ihr Strom mit dabei habt, dass ihr auch Strom mit ins Zelt reinbekommen könnt. Das ist unterschiedlich platziert, aber immer so, dass es sozusagen auch trocken bleibt, wenn ihr da ein Kabel reinführt. Dafür braucht ihr diesen CEE-Adapter und den kriegt da definitiv im Fachgeschäft. Wir selber bieten den bei Outwell auch an. Dann könnt ihr dementsprechend Strom euch ins Zelt legen. Dafür haben wir dieses Hooktrack-System, wo wir bestimmt später auch nochmal zeigen und zuvor auch schon mal gesprochen haben. Aber auch in der Schlafkabine, klar. Manche möchten dann abends vielleicht das Smartphone mit reinnehmen, das vielleicht nachts aufladen. Auch da ist wiederum ein Reißverschluss, dass ihr also auch Kabel in die Schlafkabine reinbekommt. Dann hier nochmal einmal ganz kurz gezeigt, dass das mit der dementsprechend auch die stufenlosen Einstellen von den Gardinen. Zum einen hat man natürlich den Vorteil, dass es absolut blickdicht macht. Zum zweiten habt ihr die Option, dass ihr wirklich entscheiden könnt, wie stark mache ich es zu. Gerade wenn man ein bisschen besser abdunkeln möchte oder die Sonne geht von einer Seite ein bisschen stärker aufs Zelt ein, könnt ihr dadurch auch nur mehr Schatten generieren und dementsprechend das Ganze auch machen. Das Mountain Lake 5 ATC, wie gesagt, da gibt es 2 Zelte, die sehr verwandt zu dem Ganzen sind. Zum einen gibt es natürlich die Variante als Polyester, nennt sich Airwell 6SA. Aber für alle, die auch natürlich gerade diese Baum- und Mischgewebezelte sehr spannend finden, gleich im Anschluss, wenn wir dann über 6-Personen-Zelte sprechen, stehen wir gleich vom nächsten, unser Hayward 6 ATC. Und das Hayward 6 ATC, das Vorgängermodell Rock Lake, war so gut angenommen worden, dass wir da also natürlich auch nochmal dann gleich darüber berichten. Also wie gesagt, es ist nicht das einzige Baum- und Mischgewebezelt, was wir hier aufgebaut haben. Es werden auch weitere kommen. Aber jetzt haben wir im Anschluss nochmal ein weiteres, auch ein neues Zelt, das Jacksonville 5SA, wo glaube ich der Robert auch schon wieder bereit ist. Also dann. Komm, wir überziehen hier. Wenn wir im wirklichen Fernsehen wären, dann müssten wir schon Strafe zahlen oder ich weiß es nicht genau. Okay, ich möchte nämlich euch noch das Jacksonville zeigen. Jacksonville 5SA ist ein ganz neues Zelt in der Smart Air Kollektion. Unsere Händler haben das natürlich auch absolut auf dem Schirm. Superior Air nochmal. Dickeres Material, hohe Wassersäule, auch hier wieder die Dreiraum-Variante. Hier haben wir jetzt zwar den Boden nicht drinnen liegen, der ist im Lieferumfang aber enthalten. All das, was wir in den anderen Kollektionen erzählt haben, gilt natürlich auch hier. Das heißt, die rückwärtige Lüftung, die Quick-and-Quiet-Kabine und das möchte ich hier nochmal zeigen, gerade in der neuen Zwischentür, die großen Moskitonetze, super viel Belüftung und ein wahnsinnig schöner Blick nach außen und halt hier wieder die Möglichkeit, wirklich geräuschlos in den Wohninnenraum zu kommen. Spannendes Zelt finde ich, weil es ein neuer Schnitt ist, gerade als 5-Personen-Variante. Dann hier nochmal schönen großen Wohninnenraum. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ist die Rückseite der Kabine, die auch wieder abgedunkelt ist. Also all das, was wir gerade erwähnt haben, ist natürlich auch hier der Fall. Bei Superior Air, und das lohnt sich sicherlich nochmal zu sagen, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, aber ich mache es einmal. Habt ihr im Lieferumfang zusätzliche Airtubes mit dabei? Die sind dafür da, dass wir natürlich hier nochmal für eine zusätzliche Stabilisation sorgen. Entschuldigung, kleiner Fehler am Rande. Das ist einfach dafür da, dass ihr gerade bei absolut widrigen Witterungen wirklich ein Zelt habt, was stabil steht. Die sind im Lieferumfang enthalten. Auch die sind gekennzeichnet. Das heißt, wenn man jetzt das Zelt bekommt, ist die Kabine schon drin, der Boden natürlich fest, die Abspannleinen hängen dran. Und dann habt ihr hier einfach kleine
Farbmarkierung, sodass man dann ganz einfach erkennen kann, wo kommt denn welcher Luftschlauch hin. Also auch da wirklich überhaupt gar kein Problem, sich das Ganze anzuschauen. Wir sind durch mit den 5-Personen-Zelten. Wenn wir zu schnell waren oder der Karl irgendwo zu lang gebraucht hat, dann schreibt uns einen Kommentar, dann schauen wir uns das gleich natürlich nochmal an oder lassen euch das Ganze wissen und wir gehen jetzt weiter zu unseren 6-Personen-Zelten.